So, unser höchstes Gut, ja. Das wollte ich mal gerade noch ansprechen, ja. Es ist immer hier die Rede von unser höchstem Gut. Was ist das höchste Gut? Das heißt immer, die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Da würden viele zustimmen. Aber jetzt mal im Ernst, stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich? Wenn ich mir dann diese Leute, die das behaupten, angucke, wie die teilweise leben, wie die sich ernähren oder wie auch immer, da stelle ich mir doch die Frage, ist das wirklich denen ihr höchstes Gut? Ja? Oder was die auch teilweise alkoholtechnisch so konsumieren. Ja? Oder auch andere Dinge konsumieren oder wie auch immer. Die jetzt vielleicht auch nicht so mega gesund sind. Ne? Ist ja auch die Frage, ist da wirklich die Gesundheit das höchste Gut? Widersprechen die sich nicht selber? Ja, was ist das höchste Gut? Was ist euer höchstes Gut? Das interessiert mich mal. Die Gesundheit scheint es ja nicht zu sein bei den meisten. Bei mir ist es jedenfalls nicht die Gesundheit. Ja, die Gesundheit ist ein hohes Gut für mich, aber nicht das höchste Gut. Da müsste man wirklich mal näher nachdenken über die Frage. Spontan würde ich sagen, Freiheit. Ja? Aber wenn ich näher drüber nachdenken würde, würde mir vielleicht schon noch was anderes einfallen. Aber Freiheit wäre für mich deutlich, deutlich über die Gesundheit. Für mich zumindest. Und denkt doch mal darüber nach mit der Gesundheit, was man dann alles dem unterordnen müsste. Ja? Was da für ein Rattenschwanz dran hängt. Und vor allem, wer weiß wirklich hundertprozentig, was gesund ist und was nicht. Ja? So, was... Die Würde des Menschen ist das höchste Gut, Artikel 1 Grundgesetz. Die Würde des Menschen. Jedenfalls würde ich die Würde des Menschen auch deutlich über der Gesundheit des Menschen ansiedeln, ja? Wisst ihr, was total heftig ist? Ich habe es, glaube ich, irgendwo mal erwähnt. Da ging es halt irgendwie darum, gab es irgendeine Novellierung wegen irgendeinem Gesetz, glaube ich. Wegen Sterbehilfe oder sowas. Und ich könnte mir echt wirklich vorstellen, ich hoffe, dass das nicht so weit kommt, aber das hat man schon teilweise in Filmen gesehen, dass es vielleicht wirklich so weit kommt, dass halt alte Leute in den Heimen, dass man denen einfach nahelegen wird, vielleicht einfach halt sozialverträgliches Ableben, ja. Und wie gesagt, ich hatte das am Rande mitbekommen und es gab da irgendwie so eine Diskussion und genau der Begriff wurde dann auch benutzt, was mich sehr gewundert hat in der öffentlichen Diskussion, weil das hatte ich so noch nicht gehört, in dem Zusammenhang jedenfalls nicht. Und dass ich mir wirklich vorstellen könnte, dass man dann halt die Leute da wegschaffen wird oder die dazu, dass man die einfach bedrängen wird, da freiwillig zuzustimmen, ja. Und das einfach heißt, okay, du kostest uns nur Geld und warum soll die Jugend für dich bezahlen und wir brauchen dich nicht mehr und das Beste, was du wirklich machen kannst, ist sozialverträglich abzuleben, ja. Und dass die dann auch vielleicht unter Druck gesetzt werden durch die eigenen Kinder oder durch die eigenen Enkel und dass es dann heißt, Mann, du bist ja so egoistisch und so, ne, denk doch mal an uns und dass das vielleicht so kommen könnte, ne. Und
Vielleicht sind wir davon gar nicht mehr so weit entfernt. Und das ist so schrecklich, wenn ich da auch nur drüber nachdenke, ne? Aber es gibt halt einfach gewisse Sachen, die sind einfach absehbar, ne? Und denk mal drüber nach, was vielleicht in nächster Zeit noch alles kommt. Ja? Da gab es ja auch schon Empfehlungen, eine Maske zu tragen beim Sex. Das ist eine Sache. Und was auch sehr interessant ist, was wir ja schon in Nordeuropa, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich verwechsel das häufig. Es kann sein, dass es Schweden ist. Jedenfalls, es gibt jedenfalls ein Land, also zumindest mal eins, wo das wohl tatsächlich so ist, dass eine schriftliche Genehmigung erforderlich ist für Geschlechtsverkehr. Und wenn das nicht schriftlich irgendwie bestätigt wurde, glaube ich, vielleicht geht es auch durch einen Fingerabdruck oder so mittlerweile, durch eine App, ich weiß es nicht. Aber das muss irgendwie bestätigt werden. Und wenn das nicht bestätigt wird, dann gilt das irgendwie als Vergewaltigung. Und ich glaube, da muss dann sogar noch angegeben werden, was für Praktiken da jetzt angewendet werden. Das ist der Wahnsinn. Und das ist natürlich eine Sache, ich glaube, da sind wir auch nicht mehr so weit davon entfernt. Ja, dass da sowas kommt. Und. Und wie gesagt, das Leben wird immer lebensunwerter quasi für einen selber. Und trotzdem klammern sich die Leute mit aller Gewalt daran, ne? Und wir sind ja jetzt noch an dem Punkt. Jetzt ist es ja noch nicht so mega krass. Also es kann noch viel, 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 viel krasser werden. Und das ist jetzt quasi an einem Punkt, wo die Leute quasi ihre Freiheit verschenken oder für einen Apfel und ein Ei verkaufen, völlig unter Wert und das wäre gar nicht notwendig gewesen. Oder das wäre noch völlig umkehrbar gewesen, vielleicht in gewisser Weise. Ja. Und ja, wenn man sich vielleicht Gedanken darüber gemacht hätte, wo die Reise hingeht, ne? Und jetzt mal im Ernst, ich finde, ich habe doch Ende 2018 noch mal einiges angesprochen. Und das war quasi ein Jahr, bevor es dann losging, ne? Also, ich habe es ja echt immer wieder versucht, ne? Aber ich wurde zum Großteil auch noch ausgelacht dafür. Und Leute haben sogar noch versucht, mich zu steinigen. Nicht nur mich, sondern andere auch, im übertragenen Sinne. Ja? Ja. Der labert ja nur. Was will der denn? Hm? Und jetzt? Ich muss mal wieder auf die Kommentare gucken. Warte mal. Was in Corpus Delicti von Juli C. gibt es eine Gesundheitsdiktatur, in der Gesundheit auch ein hohes Gut ist. Dort hat der angeblich tolle Staat eine Methode entwickelt. Nach der Politik steht die Freiheit anscheinend unter der körperlichen Unversehrtheit. Interessant, ne? Damit er den Menschen helfen kann. Okay. War jetzt die Fortsetzung von da oben. Kam im Film Jahr 2022, die überleben wollen. Soylent Green, genau. Soylent Green. Genau. Da sagt er auch am Schluss, nee, ich will nicht mehr und wird dann da auch eingeschläfert, ne? Boah, die fand ich so schlimm, die Szene. Mit Charlton Heston. Dort. Was manche sie dann aus den toten alten Chips zum Essen für die Masse. Ja, Soylent Green war ja aus den Menschen, ne? In stille Reserven müssen die Menschen eine Todesversicherung abschließen, damit die Regierung Konzerne ihren Körper nicht für ihre Zwecke missbrauchen. Interessant, okay. In 10 Jahren wird's hier sowieso richtig krachen, weil dann die Babyboomer aus den 60er Jahren ihre Rente einfordern von Kindern, die sie gar nicht haben. Demografie, das System wird zusammenbrechen. Ich habe mir mal wirklich was überlegt. Ja, jetzt stellt euch wirklich mal vor, hier mit der Bibel, ich habe es ja auch irgendwann nochmal angesprochen, das wäre wirklich so eine Art Drehbuch und das würde sich wirklich so eignen, mehr oder weniger. Ne? Und jetzt stellt euch mal vor, vielleicht wird es ja richtig, richtig eklig. Ja. Also, dass das wirklich irgendwie nicht zu verhindern ist und
dass dann der Antichrist in Erscheinung tritt und das hier wirklich unvorstellbar krass wird, wo das hier heute noch gar kein Vergleich ist, ne? Und dass hier wirklich alles nur noch, ja, also wirklich so eine Welt, die überhaupt nicht mehr lebenswert ist, ja? Und ich habe mir da echt mal Gedanken drüber gemacht, ja? Oder wo es halt wirklich nur noch scheiße ist, auch für die Kinder und das, ja, und man da vielleicht nicht mehr so ohne weiteres rauskommt. Und da habe ich mir echt mal gedacht, wenn das wirklich so sein sollte, und das weiß man ja nicht, ja, aber dass es mir da vielleicht wirklich noch zum Teil echt lieber wäre oder zumindest das vielleicht ein kleiner Trost wäre, wenn dann irgendwann das Theater sowieso komplett abgerissen wird, ja. Oder auch darüber hinaus, ne. Und wisst ihr, was übrigens auch sehr interessant ist? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber Gedanken gemacht habt. Die Bibel endet ja dann mehr oder weniger mit der totalen Verbannung Satans. Und es geht ja dann in die Richtung, Gott erschafft dann wieder halt eine neue Welt oder was auch immer, ne? Und halt danach. Und das ist übrigens sehr interessant, diese Polarität, ne? Wir leben ja in einer polaren Welt. Die halt für uns ist diese Welt halt nur so erfahrbar. Vielleicht, wenn die Welt so geschaffen wurde, vielleicht von Gott oder wie auch immer, ich weiß das ja nicht, woher das hier alles kommt. Vielleicht gibt es danach eine andere Welt, die ist nicht polar, die ist vielleicht anders, ich weiß es nicht. Aber in dieser polaren Welt braucht es halt beide Pole, wie eine Batterie, die ist ja ein sehr gutes Beispiel. Ne? Da kann man ja nicht sagen, nee, ich will nur den Pluspol, das beschreibt ja auch Alexander Wagand immer ziemlich gut, wo du nicht sagen kannst, auch ich will jetzt aber nur den Pluspol, weil der mir so gut gefällt. Nein, ohne Minuspol funktioniert diese Welt nicht. Und das ist doch interessant, dass in dem Moment, wo der Minuspol endgültig abgetrennt wird vom Pluspol, die Bibel endet. Mehr oder weniger. Ist doch interessant, oder nicht? Ich finde das mega interessant. Habt ihr euch da jemals schon mal Gedanken drüber gemacht? Ich habe das noch nie jemanden sagen hören in der Form. Aber ich habe mir da schon mal Gedanken drüber gemacht und diese Gedanken sind nicht neu für mich. Was stellt ihr vor, wenn alles wieder gut wäre? Wäre es nicht auch demütigend, so nach dem Motto, jetzt darfst du wieder spielen in der Puppenstube Welt? Oh, gut. Sehr guter Kommentar. Bitte mal angucken, falls du es nicht gesehen hast, Kinder dieser Zeit, wie die Krise uns erwachsen werden ließ. Unbedingt mal angucken. Da stelle ich nämlich eine ähnliche Frage. Ja? Also ganz ehrlich, nö, ich würde das gar nicht mehr wollen. Und viele haben ja auch geantwortet, wo ich mal gefragt habe, mit dem heutigen Wissen, welcher Zeit würdest du gerne leben? Da haben ganz viele geantwortet, 90er Jahre oder noch mehr, sogar 80er Jahre. Ja, aber mit dem heutigen Wissen, da wüsstest du doch, dass es eine Plastikwelt ist, dass sie gar nicht echt ist. Ich glaube, das wäre dann gar nicht mehr so toll mit dem Wissen. Also ich fände es zumindest dann nicht so toll, wahrscheinlich. Ja? Und ich wüsste ja dann ganz genau, was auf uns zukommt. Aber ich will jetzt wissen, in der heutigen Zeit, wie es weitergeht. Das finde ich viel spannender, ja. Zumindest ich mal. Wie gesagt, ich versuche es, ich habe es am Anfang gesagt der Sendung, ich versuche es irgendwie so das Abenteuer zu sehen, ja. Sowas erlebt wirklich nicht jeder. Ja? Ich glaube auch, dass das später die Leute einem gar nicht glauben werden, die Kinder oder so oder wer auch immer, das, wie das da gelaufen ist. Ich kann es ja manchmal selbst kaum glauben. Weil die Materie vielleicht auch endet dann. Naja, jedenfalls nur mit einem Pol funktioniert es halt nicht, ne?
So scheint die Welt halt eben beschaffen zu sein, ne? Ich denke, das religiöse Zeug mit den Antichristen, Alien-Invasionen, göttliches Bewusstsein und so weiter sind nur Ablenkungen, genauso wie Leute, die glauben, es gäbe eine BRD, GmbH oder das mit der flachen Erde. Ja, wir haben es mit vielen Ablenkungen zu tun, ne? Und vielleicht ist auch das eine oder andere, was du jetzt genannt hast, halt auch eine Ablenkung, ne? Möglich wäre es. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, in der Bibel oder so, dass da schon doch mehr dran ist, als man vielleicht denkt. Ja, wenn auch vielleicht noch mal auf eine Art und Weise, die wir uns nicht vorstellen können. Also ich bin kein supergläubiger Mensch. Ja, es gibt ja viele, die kannst du ja ganz einfach von irgendwas überzeugen. Ne? Aber das ist ja bei mir nicht so einfach. Und guck mal, wie oft hier in meinen Sendungen über die flache Erde gesprochen wurde und ich bin nie Flacherdler geworden. Trotzdem nicht, ne? Also, nur ich glaube, wenn ich mich da jetzt für irgendwas entscheiden müsste, religionstechnisch, ja, was ich ja nicht muss. Aber wenn ich das müsste, ich müsste da jetzt irgendwas sagen oder wo ich da jetzt vielleicht mich noch am ehesten dann zugehörig fühle oder was auch immer, dann würde ich schon sagen, der christliche Gott. Ja. Denke ich schon, ja. Wäre, glaube ich, dann für mich noch irgendwie am naheliegendsten. Wobei, keine Ahnung, wie es wirklich ist, ne? Also, ja. Aber man weiß das halt nicht. Und da ich ja da nicht so super gläubig bin, selbst wenn es das gäbe, wäre ich nicht unbedingt einer von denen, die da gerettet werden, ne? Klar, ich sage, ich schließe das nicht aus und bla bla, ne? Aber so richtig gläubig wie da manch einer, ne? Guck doch mal Toni zum Beispiel, ne? Der ist ja richtig gläubig dann mehr oder weniger, oder zumindest kommt es mal so rüber, ja? Allem Anschein nach. Da bin ich ja doch weit entfernt davon. Oder jetzt, oder von mir aus Nature 23 oder so, ja, zumindest auch, ne? Dem Anschein nach schon sehr gläubig und sowas, ne? Und da bin ich ja weit, weit, weit entfernt davon, ne? Und ja, das kann schon sein. Und vielleicht wäre ich dann, selbst wenn es das alles gäbe, vielleicht wäre ich nicht einer von denen, die dann gerettet werden würden oder was auch immer. Aber ich für mich trotzdem wichtig, irgendwie ein halbwegs anständiges Leben zu leben und ja. Und halt doch einfach auch gewissenhaft zu handeln, wenn es drauf ankommt, vor allem wenn es drauf ankommt.